Ich werde ab jetzt Spiele-Reviews machen. Allerdings muss ich vorher noch ein paar Fragen klären. Erstens, warum kamen so lange keine Videos? Ganz einfach. Ich weiß nicht, wo ihr wohnt, aber bei mir hatte es die letzten paar Wochen so ungefähr 40 Grad im Schatten. Ich wohne jedenfalls in Süddeutschland und da war es wirklich so heiß. Zweitens, was ist eine Review? Eine Review ist eine Bewertung aus subjektiver Sicht zu einem Spiel. Und genau das werde ich machen. Ich werde DS-Spiele dran nehmen, 3DS-Spiele, Wii-Spiele und noch ein paar Online-Spiele. Und drittens, warum mache ich dieses Format? Das haben doch schon tausende YouTuber. Klaus, du etwa Flash-Game-Zocker? Na gut, okay, das haben schon einige vor mir gemacht. Aber ich muss euch dazu mal was sagen. Jeder hat eine andere Meinung. Und deswegen werden meine Reviews anders sein als die von anderen Leuten. Und außerdem ist mir aufgefallen, dass viele DS- und Online-Spiele noch gar keine Reviews, zumindest in Deutsch, haben. Und genau das werde ich jetzt nachholen. Alles klar? Dann erkläre ich noch ein bisschen mehr zu diesem Format. Ich werde meine Reviews in 5 Punkte unterteilen: Grafik, Sound, Steuerung, Gameplay und Langzeitmotivation. Am Ende werde ich auch noch ein Fazit abgeben. Zusätzlich gibt es auch noch eine Bewertung. Die Bewertung erfolgt in Sternen. Ihr müsstet jetzt im Hintergrund sehen, wie viele Sterne was bedeuten. Ich kann aber auch 7,5 Sterne geben oder 8,5, also Zwischenwertungen. Die erste eigentliche Review sollte am Wochenende folgen. Bis dahin, ciao.